Dazu müsste ich sie erstmal aus der Dose bekommen. Oh, ernsthaft. Hier die Brille. Aha, ich sehe Potenzial. Das können wir abschießen. Machen wir doch. Das Portal, das in Necronicles Labor führt. Leider außer Reichweite. Verdammt. Schauen wir hier noch. Nichts Neues zu erkennen. Schade. Warum kann ich... Warum geht das nicht? Das ist doch dumm. Nee. Ohne Hilfsmittel... Kriegst du es nicht wieder auf? Willst du was essen? Muss es nur leider aufmachen. Ich habe uns was zum Beißen organisiert. Iss nur. Du bist noch jung und musst bei Kräften bleiben. Zeig mal deinen Finger. Iss mein Kind. Die Hexe aus Hänsel und Gretel soll es wahrscheinlich darstellen. Schätze ich jetzt mal. Wollen wir sie abschießen? Das gebe ich ihr lieber nicht. Mir gefällt nicht, wie sie sich die Lippen leckt, wenn ich meinen Bauch ausstrecke. Wow. Du bist dem... Das ist ein ganz anderes Kaliber. Was will ich hier tun? Ein Profi wie ich überreißt sogleich. Diese Nupsis erfordern ein spezielles Werkzeug. Einen Nupsilator. Da kennt sich jemand aus. Nichts Neues zu erkennen. Schade. Piep, piep. Wo hab ich noch gleich... Und vor allem... Wann habe ich diese Zeitmaschine geparkt? Will ich irgendwen abschießen? Bei denen sehe ich nicht... Das Portal ist... Bei denen... Dafür brauche ich... Und immer zwei Finger breit Feta im Tank. Ein Profi wie ich... Kennt sich jemand aus? Er wüsste bestimmt, was jetzt zu tun ist. Was für eine Legende. Tote Hose. Offensichtlich gelte... Ach, die Guten. Ja, ich sollte mich wirklich gesünder ernähren. Ja. Verdammt, warum habe ich das gemacht? Jetzt komme ich da doch nie wieder ran. Ich bin doch schon lange wieder dran. Was will ich hier? Ich komme ja sonst nirgends hin. Hier wächst gar das Portal leider. Aus der Reichweite. Ich habe da erstens nicht geklickt. Und zweitens. Ohne Hit. Zweitens. Ich kann das. Jetzt kann ich es anklicken. Die ganze Zeit konnte ich das nicht anklicken. So viel Schwachsinn. Ich will nicht mit meiner Arbeit verheiratet sein. Doch. Eigentlich wollte ich sie immer mit Toni verkuppeln. Verdammt. Will sie einen Ring? Ist nie zu spät. Zu spät, Schätzchen. Dieses Angebot hat sein Haltbarkeitsdatum weit überschritten. Oh, schade. Nicht nur das Angebot. Das haben wir gleich. Ach, das ist Nadel, okay. Oh, das ist schön. Danke, Rufus. Du hast einer alten Frau die Datasettensammlung ruiniert. Gut gemacht. Ich weiß, danke. Ju. Ju. Gibt es heute ein Mittagsangebot? Du könntest in den Ofen krabbeln und nachsehen. Oh, nachher. Ju. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser Ring doch wertvoller als gedacht. Kann sein. Nee. Aha. Nervendose. Na, jetzt kann ich es aufmachen, okay. Bohne! Wollen wir die pflanzen? Wird Zeit, dass hier wieder mal was wächst. Also soll wahrscheinlich eine Bohnenranke wachsen, dass ich nach oben kann. Und nun heißt es warten. Hier wächst gar nichts mehr. Enttäuschend. In der einschlägigen Fachliteratur wurden mir dramatischere Ergebnisse versprochen. Wird Zeit, dass...
Ich kann hier nichts mehr machen. Ich müsste irgendwie... Ich müsste ganz aus dem Portal. Das gebe ich dir, mir gefällt. Das Einhorn zerschreddert die Datasetten wie Butter. Vielleicht ist dieser... Was übersehe ich hier? Das Portal leider außer... Beethoven-Zümpfe. Zu einfach. Ich sehe hier kein Potenzial, weder für Portale, noch für einen florierenden Gemüsegarten. Echt nicht? Also ich schon. Nichts noch. Das Port. Was kann ich hier machen? Verdammt. Er wüsste dafür und immer zwei. Kann viele nicht anschauen. Und warum? Ja, das war lustig. Er sagt immer das Gleiche. Tote Hose. Von hier. Jetzt komme ich da nicht ran. Dafür und immer zwei. Sehe ich gerade irgendwas nicht, oder? Kann ich hier was miteinander kombinieren? Rufus, Zeitreisender, Wedding Planner, Temporaler Heckenschützer. Ich nehme es mal als Nein. Das ist nicht. Macht potenzielle Zeitportale sichtbar. Quadriert die Kinoeintrittspreise. Das ist wohl wahr. Ich sehe hier kein... Weder für... Ja, aber was übersehe ich hier dann? Ich meine, hier gibt's ja quasi nichts. Na, ob das noch... Aha. Ach nein. Ernsthaft? Hier kommen wir also noch ran. Okay. Hier ist doch noch was Nahrungsähnliches. Meine Erdnussbutter hat sich mit der Zeit zu Tachyonenkäse verwandelt. Muss Ziegenmilch gewesen sein. Wahrscheinlich. Danke, ich hab... Hier ist doch noch meine Erdnuss Ziegenmilch. Warte, dann soll ich mir wahrscheinlich erst die Bohne nehmen und dann hier reintunken, nehme ich mal an. Wenn ich das schon nicht mitnehmen kann. Und dann wächst die auch schneller. Das muss ich nicht tachyonisieren. Nicht solange ich eine viel lässigere Methode kenne, Portale zu öffnen. Aber da kann ich hier... Er wüsste davon immer... Wie wär's hiermit? Zur Einweihung etwas Saatgut für seinen Gemüsegarten. Und schwupp! Ja, das klingt sinnvoll. Ja, hallo. So geht's doch. Dann wollen wir rein hier. Rufus, endlich! Wir hatten schon gar nicht mehr mit ihm gerechnet. Wieso? Wie lange war ich denn weg? Über eine halbe Stunde. Nur, in der Zwischenzeit sind mittlerweile Jahre vergangen. Dafür haben Sie sich aber gut gehalten. Nicht einmal die Klamotten haben Sie gewechselt. Ich selbst war nicht lange dort. Ich steckte noch in einer anderen Zeit fest. Aber Grohl, McChronicle und Drüsenunfall? Ich fürchte ja. Aber wir sind doch Zeitreisen, richtig? Wir können zu einem früheren Zustand der Zwischenzeit zurückkehren, oder? Seltsame Nupsis. Pumpe. Denkt nach. Wie komme ich in die richtige Zwischenzeit zurück? Es muss einen Weg geben. Gab es dort noch mehr Portale? In Reichweite? Eigentlich nur das kleine da. Aber das ist zu schmal. Und wenn ich ihn durchgreife, sehe ich nur die Szene von vorhin.
wo Drüsbert durch das Loch gefallen ist. Na, da haben wir es doch. Die Löcher sind offenbar nur eine halbe Stunde Realzeit auseinander. Wenn Sie sich beeilen, könnten Sie von der anderen Seite aus durch das kleine Portal nach vorhin gelangen und sich selbst durch das große in die Zwischenzeit folgen. Kann mir irgendwer dieses Nerdgefasel übersetzen? So ist das. Da gibt's nur noch ein Problem. Das Portal ist zu klein. Ich komme nicht durch. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile auch warum. Die Tachyon-Ventile sind nicht weit genug aufgedreht. Hier, nehmen Sie meinen Tachyon-Ventilschlüssel. Dein was? Tachyon-Ventilschlüssel. Damit sollte es gehen. Was war das für eine Erklärung? In einer Silbe. Respekt. Seltsame Noobsies. Aber Herr Rufus, jetzt bringt das doch nichts mehr. Sie müssen das vorhin gemacht haben. Weiß ich doch. Ist doch voll easy alles. Na gut. Wünscht mir Glück. Beeilen Sie sich. Mit jeder Sekunde, die Sie außerhalb der Zwischenzeit verbringen, ist vorhin auch wieder Zeit vergangen. Na dann. Wollen wir ein paar seltsame Noobsies drehen? Aua. Ah, schön. Was glotzt ihr denn so? Herr Rufus? Aber Sie sind doch gerade erst durch das Portal gesprungen. Ja, mein Kind, wenn du wüsstest. Ist doch logisch. Sag mal, passt ihr nicht auf? Ihr Noobs. So, und jetzt? Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa noch Teil des Unterrichts? Das ganze Leben ist Teil des Unterrichts. Passt ihr auch gut auf? Ist das etwa... Das ganze Und jetzt? Au! Ah, ist das alles kompliziert? Ich bin wieder in Paradox City. Aber zu welcher Zeit? Ist eine gute Frage. Ah. Die Hochzeit. Sie hat bereits angefangen. Na, dann aber schnell. Stopp die Hochzeit! Nein! Rufus, was tust du hier? Ich hol mir mein Mädchen zurück. Das ist doch dein Mädchen also? Was genau macht mich denn zu deinem Mädchen, ha? Dass du mich hier hast sitzen lassen? Dass du dann für mehrere Jahre verschwunden bist? Dachtest du wirklich, ich würde hier rumsitzen und auf dich warten? Meine Fresse, wir kennen uns gerade mal einen Tag. Ich kenne dich schon viel länger. Einen Scheiß kennst du. Du meinst die andere Goal. Und auch die hast du sitzen lassen. Sie hat mir alles erzählt. Mag sein, dass ihr damals eine tolle Zeit hattet. Aber ich bin nicht sie. Meine Güte, du bist ja eifersüchtig. Was? Du verdammter... Auf die Fresse. Goal, warte. Bravo, gut gemacht. Ich dachte, danke. Wir sind Freunde. Nein. Mir geht's auch gut. Danke der Nachfrage. Außerdem habe ich die Sache hier voll im Griff. Lass mich einfach mit ihr reden, okay? Als ob wir wollen. Aber beeil dich. Die Met-Torte wird bereits kalt. Die was bitte? Die Met-Torte, okay. Wegen Hoch. Ist hier noch irgendwas? Nein. Habe ich irgendwas Wichtiges dabei? Ich will noch irgendwas ausprobieren. Gibt's die Zeitportalpotenzial? Aha, ich sehe Potenzial. Echt? Ah, da, okay. Natürlich kann ich nicht anklicken, toll. Das ist ja sinnlos. Nichts, okay. Na, wollen wir mit dir reden. Dann folgen wir mal der Linearität des Lebens. Und des Spiels. Du, Goal. Hau ab! Papier endlich! Es ist zu spät für uns. Nein, das hast du falsch mitgekriegt. Die Trauung wurde nicht vollzogen. Alles ist gut. Sag mal, hast du einen an der Waffe? Ich weiß ja, du bist schwer von Begriff. Darum spreche ich ganz langsam, okay? Ich wohne seit über 2 Jahren in Paradox City. Dich kenne ich gerade mal einen Tag. Das hier ist jetzt mein Zuhause. Aber das geht doch nicht. Wenn die Zeit wieder läuft, wird es diesen Ort nicht mal mehr geben. Das ist mir egal. Okay, ich verstehe langsam, was hier los ist. Du bist sauer, weil ich dich allein gelassen habe. Aber schau doch, es hat sich gelohnt. Was soll das sein? Tachyonenpfeile. Damit kann man Portale öffnen. Wir können endlich aus dieser Todesfalle hier entkommen. Was zum...
Du hast es echt nicht verstanden, oder? Ich werde heiraten. Ich brauche keine bescheuerten... Goal! Und zack. Goal, halte durch. Ich bin schon unterwegs. Ja, wir wussten, dass es... Natürlich sind wir wieder hier. Blöden Scheißort. Hey da, wo ist das Timepod? Och nö, wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Ist das... Vor... Ne, da... Moment, da war das Timepod schon weg, als wir gerade rein sind. Das heißt, hier ist es später. Als, also im Vergleich zu unserem ersten Besuch hier. Im Lager der Fazu. Moment. Ich muss ihn im Auge behalten. Nicht, dass Goal ihn gleich auch noch heiratet. Bitte. Kannst du meiner Braut ausrichten, dass ich hier ein bisschen Hilfe gut gebrauchen könnte? Kannst du diesem Landstreicher ausrichten, dass ich nicht seine Braut bin? Mal das macht ihr zwei Dodeltauben mal besser unter euch aus. Ich hasse Sexen. Du Goal, es tut mir leid. Ich rede nicht mit dir. Willst du auch mal? Nanu, gibt es vielleicht ein Gewitter? Ich spüre plötzlich so einen komischen Luftzug. Na, was haben wir hier für Portalpotenziale? Aha, ich sehe Potenzial. Zwei sogar? Ach, leck mich am Arsch. Das ist doch Bullshit. Kommen wir hier ran? Oder erstmal gucken? Das ist zu weit weg, außerdem das letzte Mal. Ich erkenne hier durchaus Potenzial. Lass uns mal schießen. Ja, ist ja gut. Lass uns mal schießen. Das ist zu weit. Warum ist das zu weit weg? Verarsch mich. Oh, jetzt kriege ich auch das langsame Laufen. Das ist doch dumm. Na gut, was geht's? Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich sagte, ich rede nicht mit dir. Aber ich rede mit dir. Dann müssen wir eben schweigend einen Weg zurück in die Zwischenzeit finden. Hm? Wer spricht da? Du Goal. Ich rede. Och nö. Wie sollen wir denn jetzt je wieder zurückkommen? Ja, was haben wir noch hier? Sei so gut und halt. Kannst du meiner Bra. Kannst du. Was macht jetzt? Ich muss ihn nicht das. Ey, Moment mal. Das habe ich ganz übersehen. Ja, dann wollen wir drauf schießen, ne? Schauen wir, wo das hinführt. Hier geht es weiter, aber ich gehe nicht ohne Goal. Wer weiß, wen sie sonst noch alles heiratet. Na dann. Gute Neuigkeiten! Ich habe einen Weg hier rausgefunden. Hat da jemand was gesagt? Ich sehe gar niemanden. Oh, jetzt hör doch mit dem Babykram auf. Wir können zurück in die Zwischenzeit. Das muss doch auch in deinem Sinne sein. Ach, Monsieur Wedding Crasher will mir erklären, was in meinem Sinne ist? Ja. Goal, ich bin untröstlich. Ich wollte doch nicht, dass wir hier landen. Auch wenn die Entführung der Braut genau genommen zu den traditionellen Aufgaben eines Trauzeugen gehört. Ich weiß doch, dass du diese Dinge nicht mit Absicht machst. Und dass wir hier festsitzen, habe ich selber verbockt. Aber für einen Zeitreisenden ist dein Timing echt unterste Schublade. Während du fort warst, hat mir die alte Goal viel von dir erzählt. Sie sagte, dass du zurückkommen würdest und dass ich Geduld haben soll. Sie sagt, du hättest ihr beigebracht, niemals die Hoffnung aufzugeben. Aber alles, was ich dachte, war, dass ich nicht so enden will wie sie. Zweimal bist du einfach aus ihrem Leben verschwunden. Aber immer, wenn sie gerade akzeptiert hat, dass du nicht zurückkommst, tauchst du doch wieder auf. Wie soll man denn damit umgehen? Ist das so eine Masche von dir? Und jetzt ziehst du die gleiche Chose bei mir ab. Das macht also insgesamt schon drei. Und deswegen willst du jetzt lieber in der Wüste versauern? Na komm schon. Sagt man nicht, alle guten Dinge sind vier? Nein, eigentlich nicht. Puh, die hat ja wirklich eine Scheißlaune. Na, ist doch gut. Hier in der Wüste haben wir ein Sprichwort. Was schwieriger an der Kokosnussernte ist, die Frau auf die Beine mitzubringen. Den Rest erledigt die Schwerkraft. No? Echt jetzt? Bitte. Wenn das so ist, habe ich echt einen Lauf. Rufus. Man nicht in Rufus. Sollten wir nicht hinterher? Rufus. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin's. Goal.
Nie gehört. Aber ich kann dich ohnehin nicht reinlassen. Befehl ist Befehl. Das ist doch... Na! Probleme? Rocco will die Brücke nicht runterlassen. Dann hat er dich in dieser Zeit offenbar noch nicht kennengelernt. Keine Sorge, das wird er gleich. Jetzt wird doch nicht so toll, der Typ, was? Ich scheine ein Händchen für Idioten zu haben. Stimmt. Oh, erst ja. Kietis, dann er hier. Du suchst dir wirklich mit großer Treffsicherheit die größten Napfsülzen aus. Ah, Rufus, du bist so gut. Rocco. Hey, Rocco, lass uns rein. Wow. Das ist dein Plan? Psst, ich würde ja gerne, aber ihr steht mitten im Fuelock-Gebiet. Wenn ich die Zugbrücke runterlasse, könnte das eine Invasion zur Folge haben. Ach so, na dann. Ich glaube, er will uns wirklich nicht reinlassen. Gut, dass du es nochmal versucht hast. Immer gerne. Goals Männergeschmack ist echt das Letzte. Eine Flitzpiepe nach der anderen. Oh ja. Goals Männer... Ach, komm schon, Rocco, du alte Socke. Lass uns rein. Ich würde ja gerne. Wollen wir auf ihn schießen? Verlockend. Aber irgendwie bezweifle ich, dass das meine Chancen bei Goal verbessern würde. Wir wissen doch alle, was wir jetzt tun müssen. Ich weiß es nicht, ich vermute es nur. Das ist wieder irgend so ein blödes Scheißportal. Ich sehe Potenzial. Noch mehr, natürlich. Viel zu viel Portale. Hey, was tust du da? Ich falte mir einen vierdimensionalen Kalender aus Recyclingpapier. Das sieht mir eher so aus, als würdest du versuchen, das Portal zu öffnen. Tja, offene Portale sind das Januar-Motiv, du Blitzmerker. Versuch mich daran zu hindern. Nicht. Bitch. Das ist ein Elysium-Portal. Da kommen die Fuelocks her. Dann versuch doch, mich aufzuhalten. Bin gespannt, wie du das anstellst, ohne das Tor zu öffnen. Ich wäre verpflichtet zu schießen. Oder willst du mich etwa, Was hast du gesagt? Ernsthaft? Du würdest eher auf uns schießen, als uns reinzulassen? Ich mache die Regeln nicht. Ich befolge sie nur. Dann mach dich mal auf etwas gefasst, Freundchen. Ich bin nämlich mit demjenigen unterwegs, der sie bricht. Selbst wenn das bedeutet, dass man ihn über den Haufen schießt. Ist es nicht so, Rufus? Ja. Genau. Naja, ich glaube, hier brauche ich einen Plan. Einen besten Plan? Einen, bei dem ich nicht über den Haufen geschossen werde. Ich sollte mit Goal darüber reden. Ein Plan. Was haben wir denn für einen Plan? Das war ein guter Dialekt. Und? Hast du schon eine Idee, wie wir an ihm vorbeikommen? Hm? Hier oben, Rufus. Oh, Entschuldigung. Mir ist tatsächlich gerade eine Idee Dieser gekommen. Typ. Wir könnten... Was? Ich verstehe nichts. Bitte, was? Hey! Was flüstert ihr da? Und dann... Wer flüstert, der lügt. Und das war's. Denkst du, du kannst das? Na klar. Warum denn nicht? Na los, in Position, Soldat. Echt jetzt? Na gut, ich geb dir das Signal, wenn ich soweit bin. Oh, jetzt geht's rund. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich kann da nochmal draufschießen, wenn ihr wollt. Ich mach alles, was ihr wollt, Boys. Goal! Jetzt! Was zum... Oh. Oh. Ernsthaft. Was ist jetzt? Ist das Portal schon offen? Einen Augenblick noch. Rufus, bitte. Okay, jetzt. Nein, stopp!